Und es ist East Coastway geworden. Wir fahren den letzten Abschnitt des Zuges von London Victoria nach Seaford. Wir starten in Lewis und fahren eine Class 377 und beginnen endlich mal wieder Personenverkehr. Sehr schön. Vorwärts. Schön auf. Dann erstmal hier Nachtfahrt einstellen. AWS, DSD. Braucht man noch irgendwas? Nö. Gira können wir mal einschalten. Da werden wir. Obwohl, wir stehen ja auf gelbes Signal. Brauchen wir nicht. Das ist dafür da. Da stellen sich Lokführer ein, wenn sie vom roten Signal stehen, dass sie nicht träumerisch einfach losdonnern. Sondern dass das hier sozusagen, da drücken den Knopf. Und wenn dann können sie nicht losfahren, ist das eine Traktionssperre drin. Das sieht man jetzt auch. Machen wir zu. Und dann denken sie vielleicht noch drüber nach. Moment, warum habe ich diesen Knopf gedrückt? Ah, da vorne ist ein rotes Signal. Also es ist eine kleine Erinnerungsstütze, wenn man so möchte. Eine Erinnerungshilfe. Dass man nicht irgendwie über rote Signale donnert. Sowas würde mir ja nie passieren. Apropos rote Signale. Da vorne ist was Rotes. Wir zweigen ja gleich ab. Wir sind ja mitten auf der, im Moment noch auf der Hauptstrecke zwischen Brighton und Eastbourne. Wenn man so möchte. Und zweigen dann gleich auf die, ja, schon zweigleisige Nebenstrecke, zumindest zwischen hier Lewis und New Haven. Genau, New Haven ist sie zweigleisig und dann von New Haven bis Seaford ist die Strecke dann eingleisig. Auf jeden Fall zweigen wir da gleich ab. Und es kann gut sein, dass da rechts von uns noch ein Zug kommt und der einfach das Gleis blockiert. Weil wir natürlich, wenn wir da abzweigen, nach rechts, auch über das Gegengleis rüberfahren müssen. So. Jo, rotes Signal habe ich gesehen. Gelb. Da bin ich mal gespannt, was da vor uns ist. Da ist er doch bestimmt. Das war doch der Kollege, oder? Der uns. Nee, wir haben immer noch rot. Ich glaube, das war der doch nicht. Vielleicht doch, keine Ahnung. Sonst hätte ich gedacht, dass er das war. Dass er uns gerade einfach den Fahrweg blockiert hat. Naja. Sehr schön. Gelbes Signal wieder, dann können wir wieder ein bisschen beschleunigen. Wir müssen ja auch einen Fahrplan einhalten. Und ich hoffe, dass wir dann gleich auf der Abzweigstrecke grüne Welle haben. Jo, gelb. Obwohl, dann müssten wir jetzt auch schon grün haben, oder? Na, mal sehen. Auf jeden Fall zweigen wir jetzt mit 40 ab. Jo, hier sind die 40. Und wir haben weiterhin rote Signale. Das heißt, vor uns fährt was. Interessant. Das ist ja fast wie eine Fahrt von die besten Fahrten. Weil so viel rote Signale und sowas, ich liebe ja solche Fahrten. Auch wenn ich gerne mal über rote Signale donnere. Die ist ein bisschen herausfordernd, die Fahrt. Sifa, ja. Die ist die. Die britische Sifa. Na, müssen wir anhalten. Sieht wohl so aus. Dann fährt vor uns auch ein Personenzug, ne? Wenn der da auch hält im Bahnhof. Hoffentlich endet der dann in New Haven. Wird ja auch schwierig sonst, weil dann nämlich der eingleisige Abschnitt bis Seaford kommt und Seaford ist auch noch eingleisig. Dann denke ich mal, der Zug vor uns endet in New Haven.
Welches Datum haben wir eigentlich? Oh, 15. Februar. Könnte sogar schneien, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es kalt genug dafür ist im Spiel. Es ist ja tatsächlich nach Temperaturen geregelt. Also, wenn es im Spiel kalt genug ist, wahrscheinlich unter 0 Grad oder knapp über 0 Grad, da schneit es ja auch schon, bleibt dann nur meistens nicht liegen. Kommt zumindest auch mal vor, dass es dann schneit. Dann schneit es, wie gesagt, im Spiel. Wenn es wärmer ist, dann regnet es. Und sollte sich die Temperatur verändern, also von noch kälter werden, dadurch, dass es später am Abend wird, wird auch der Regen dann zu Schnee. Das ist schon sehr cool gemacht hier im Spiel. Bin ich mal gespannt, ob wir noch Niederschlag bekommen oder nicht. Bisher sieht es nicht danach aus. Es ist ein sternklarer Himmel. Geht hier erstmal die große Warterei los. Kann die Bremse schon mal ein bisschen lösen? Schneller vorankommen gleich. Ja. Wir sollen ja auch erst im 11 nach in New Haven sein. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, so ist es halt manchmal, aber interessant, dass so spät, haben wir es gar nicht. Die Zeit ist schon so dunkel, weil es Februar ist. Es ist ja erst 19 Uhr hier im Spiel. Aber trotzdem interessant, dass hier vor allen Dingen auf diesem kleinen kurzen Abschnitt so regelmäßiger Zugverkehr ist, dass sie sich hier aufhalten. Vielleicht fahren die aus irgendeinem Grund direkt aneinander weg. Ich denke mal, der andere Zug, der vor uns fährt, der kam dann aus Brighton. Und grün. Auch grün sogar. Jo. Gut, es gibt hier nur rot und grün anscheinend. Weil das ein sehr langer Abschnitt ist, denke ich mal. Sieht hier immer wieder schön aus, wenn er hier durch die britischen Felder fährt. Ich mag diesen Abschnitt der Strecke. Erstens, weil wir gleich mal am Strand entlang fahren. Und zweitens, weil es hier auch so schön ländlich ist. Spielen wir uns Free kommt entgegen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Müssen wir mal rollen. Bis wir auf die 60 runter sein sollen. War ein bisschen spät, ne? Dann war so ein unbegrenzter Übergang. Also begrenzt schon unbeschränkter. Beziehungsweise, ich glaube, es war so mit so einem. Ist das hier so ein Anrufding? Es gibt den Club Titanic häufiger. Dass du da sozusagen anrufst und fragst, hey, ich würde gerne über die Bahnstrecke. Kann ich hier aufmachen? Kann ich hier durch? Und ich weiß nicht, ob der Fahrdienst da das daran geht oder irgendwer anders, der dann sagt, ja, oh, Strecke gerade frei oder nee, kommt gleich ein Zug.
Wir halten hier gar nicht, okay. Wir halten nur in New Haven Town. Fahren doch einen sehr express-lastigen Zug, glaube ich. Obwohl dann in Richtung Seaford da nicht mehr, aber da sind ja auch noch zwei Stationen dazwischen. Weil wir halten nie New Haven Town und New Haven Harbor, das sind die beiden Stationen, sind direkt aneinander. Und da gibt es ja noch New Haven Marine, den Bahnhof, der nicht mehr genutzt wird. Aber ist auch logisch, dass es zwei Bahnhöfe gibt. So ein bisschen, da war wieder so eine Anrufschaltung, hätte man vielleicht auch mal warnen können. Ist auch irgendwie logisch, dass es... dass es da zwei Bahnhöfe gibt, weil es ja einmal den Stadtbahnhof gibt, logischerweise, und dann der zweite ist halt für die Gäste, die dann mit einer Fähre weiterreisen, für die Fahrgäste. Und die wollen natürlich nicht ihre ganzen Koffer, auch wenn es nur so ein paar, so eine halbe Meile ist oder so, da groß rumschleppen müssen. Da ergeben die zwei Bahnhöfe vielleicht sogar Sinn. So, war vielleicht ein bisschen ruppig abgebremst. Hätten wir noch ein bisschen eleganter und langsamer machen können. Fällt mir gerade auf. Hätte Stufe 2 Bremse wahrscheinlich sogar gereicht. Hier haben wir rangiert. Vor einigen Folgen. Also East Coastway hatte bisher Glück, wenn man so sagen möchte. Bei den Zufallsfahrten. Kamen wir schon zweimal dran. Interessanterweise beide mal hier auf dem Abschnitt Richtung New Haven, zwischen Lewis und New Haven. Wird ein bisschen lang, ne? Aber in Großbritannien kommt es wie gesagt häufiger mal vor, dass der Zug zu lang ist. Der hält dann nur, damit die Leute halt vorne aussteigen im Zugteil. Sollte dann vorher auch vernünftig angekündigt werden, dann geht das auch. Obwohl, die können, nee, die können ja durch den Zug, können sie ja ganz durchlaufen. Stimmt. Ist ja keine Zugteile so wirklich. Also schon, aber du kannst ja selbst, wenn du zwei Zugteile hast. Ich zeig euch das mal ganz kurz, wenn ich das Zeit gerade habe. Das ist ja ein Zugteil. Und hier vorne müsste gleich der zweite sein. Genau, und du kannst hier halt durchlaufen. Das finde ich ganz praktisch an diesen Baureihen in Großbritannien. Dass die da so einen Durchgang haben. Da New Haven Harbor. 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 Da hat man super Englisch wieder zugeschlagen. Das sind halt nur 500 Yards. Das sind 600. Auch der Bahnhof ist ein wenig zu kurz. Wir sind zu schnell, merke ich gerade. Und wir sind vor allem zu schnell für den Halt.
Uiui. Heute doch nicht Ausstieg in den vorderen Zugteil, sondern den mittleren Zugteil. So wie ich gehalten habe. Hier der Hafen mit der Fähre da vorne. Jetzt geht's links raus. Oh, 20 Stimmen mehr noch. Ein Bishop Stone ist dann schon in 1,3 Meilen und dann ist, glaube ich, auch nicht viel weiter nach Seaford. Ist ja auch ein unter 30 Szenario, unter 30 Minuten Szenario. Aber ein schönes unter 30 Minuten Szenario. Schöne kleine Strecke gefahren. Stück zweigleisig, Stück eingleisig, hier gleich am Strand entlang. Hier scheint eine Haltestelle zu sein, die nicht mehr angefahren wird. Ist jetzt auch alles sehr nah beieinander, die ganzen Haltestellen, da braucht man die nicht auch alle dazwischen. Da wieder sehr spät Bescheid gegeben, dass wir am Fahren sind. Ich glaube noch alles gut. Eine Minute noch, bis der Zug stehen muss. Ich meine, gut, so viele Anschlusszüge werden jetzt die Fahrgäste ja auch nicht mehr kriegen in den letzten beiden Bahnhöfen. Das sind nur so kleine. Ob wir vielleicht einen Bus noch? Kann sein. Trotzdem sollten wir natürlich versuchen, pünktlich zu sein. Auch auf dem letzten Abschnitt dieses Zuges. Da hätte man ruhig schon ein Stückchen nach vorne fahren können. Und hier war auch mal ein zweites Gleis, so wie es aussieht. So. Dann zu. Ist alles schön klar geworden, geblieben der Himmel, ne? So, 0,8 bis Seaford. Gleich kommen die 15. Einfahrtsgeschwindigkeit, mph. B2.
dann langsam in den Bahnhof. Links das Meer, auch schön mit dem Fußballplatz dahinter noch. Dann sind wir pünktlich ins Seaford angekommen. Ein bisschen mehr bremsen noch. Kann man ein bisschen sanfter bremsen, würde ich sagen. Die eine Bremsung habe ich ja total verhauen. Aber sonst kann man auch wesentlich sanfter bremsen. Ich habe mit Stufe 3 gebremst, dann merkt man schon, dass es rucken. Dass es diesen Ruck gibt am Ende der Bremsung. Und wer schon mal das erlebt hat, wenn es am Ende der Bremsung, wenn alle schon aufgestanden sind und gerade kurz vorm Rausgehen sind, nochmal so einen richtigen Ruck gibt, wenn man kurz bevor der Zug stehen bleibt, der weiß, wie unangenehm das ist und dass man da schnell mal die Halt verliert. Deswegen sollte man das als Lokführer vielleicht vermeiden. So, vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Die Fahrt hat mir Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und dann bin ich mal gespannt, was uns morgen, was es morgen für eine Fahrt gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.